Nachdem ihr die Ölbohrplattform Alpha Deepwater in der Nordsee betreten habt, seid ihr euch sehr schnell sicher, dass irgendetwas nicht stimmt. Ihr könnt das nicht ganz an Worte fassen, es ist nicht greifbar, liegt nur wie ein unsichtbarer Schleier über der Insel auf Stahl. Kurz nach eurer Ankunft gab es eine kurze, aber heftige Streiterei, die ihr aber auflösen konntet. Jetzt wollt ihr in den Kern der Anlage, wo das schwarze Öl aus der Kruste gebohrt wird und nach oben gepumpt wird, wie ein schlagendes Herz. Kurz nach 20 Uhr am 1. Juni 2018, und damit beginnen wir. Steigt gerade die Treppen der Anlage nach unten, viel, viel Beton um euch herum, was euch zu erdrücken scheint. Bis ihr dann, ja, in einem der Brunnenschächte steht. Ihr habt die Freigabe, die Karte von eurem Sicherheitsmann Sebastian Hessel, der hat ja sich da freischalten lassen, damit ihr dann mit seiner Hilfe, ja, dort nach unten eindringen könnt. Hier allerdings ist es ziemlich leer, wie ihr euch auffällt. Es gibt ein paar Rohre aus Stahl, die euch so ein bisschen die Sicht nehmen. Guckt so ein bisschen, kalte Stahlplatten unter euch. Es wirkt alles sehr leer und einsam. Immer wieder schaut ihr auch auf die, ja, an den Rohren aus Plastik vorbei, aus Stahl. Habt das Gefühl, den Fokus zu verlieren, dass die Abstände wirken etwas verzerrt. Ihr könnt die Winkel nicht ganz einschätzen. Hier sollte eigentlich mehr los sein. Ich blinzel ein paar Mal, kneif mal die Augen immer wieder zusammen, um wieder eine klare Sicht zu bekommen und rufe dann einfach mal: Hallo? Ist hier denn jemand? Sollte hier nicht irgendjemand am Arbeiten sein? Es sollte doch normalerweise Hochbetrieb sein. Dachte ich zumindest. Ich dachte, das wird wieder gefördert. Das heißt, hier unten müssten normalerweise sehr viele Arbeiter sein. Wo sind die alle? Hallo? Nun ja, Schicht ist von 7.30 Uhr bis 18.30 Uhr. Vielleicht ist Feierabend oder so. Sollte hier nicht zumindest rundum jemand sein, der das Ganze hier überwacht? Schicht hin oder her? Vielleicht können Sie das auch über den Computerraum, aber keine Ahnung. Ihr seht euch um. Ah, der Journalist wird auf alle Fälle die Kameras über sich entdecken, die ihn ein bisschen fesseln und sein Auge vor allem in die Richtung oben zieht, sodass er den, ja, Boden gar nicht so sehr mitbekommt. Als ihr euch herumtastet, wie gesagt, keiner von euch war hier bereits, auch wenn ihr die Freigabe dafür habt. Zwei von euch fällt das auf. Da liegt jemand in einer der Ecken. Das ist ein Mensch. Entschuldigen Sie, meine Herren, aber liegt da nicht jemand? Wo? Ja, da hinten in der Ecke, sehen Sie, hinter der kleinen Kiste. Ich glaube, da liegt jemand. Ja, Sie haben recht, da liegt tatsächlich jemand. Lassen Sie es mal hingehen, vielleicht braucht er unsere Hilfe. Allerdings. Peter, geh hin. Peter Forrester und auch Thierry Rondeau fällt sogar auf, dass es sich dabei nicht nur um einen Mensch handelt, sondern um eine junge Frau. Hallo, entschuldigen Sie, geht es Ihnen gut? Ist die denn was? Ist sie bei Bewusstsein? Kommt gerade zu sich. Puh. Zum Glück. Zum Glück. Wo bin ich? Was ist hier los? Wer sind Sie? Peter Forrester und Sie befinden sich in dem Bohrkern der Bohrplattform Alpha Deepwater. Sagen Sie, wissen Sie, wie Sie hergekommen sind? Ich schaue mich um und drehe mich auf die Seite, ziehe die Beine so ein bisschen an mich und drücke mich so ein bisschen mehr an die Wand, weg von denen erstmal und schaue so ein bisschen verwirrt um mich. Lassen Sie mich kurz überlegen. Ich weiß nicht mehr, ich habe hier, glaube ich, gestanden und ich wollte doch eigentlich nur hier an der Filterkreisanlage die Sicherung auswechseln und dann, es waren auf einmal irgendwelche Bilder von Dingen und dann weiß ich es nicht mehr. Herr Hessel, haben Sie ein Funkgerät dabei?
Selbstverständlich. Ich denke, nichtsdestotrotz sollten wir die gute Frau direkt zur Krankenstation bringen. Ja, das meine ich. Können Sie schon mal da anfunken, dass wir vielleicht, dass die schon mal bereit sind dafür? Natürlich. Ja, wunderbar. Verstehe ich das richtig? Sie arbeiten hier? Oh, diese Kopfschmerzen. Ja. Haben Sie denn... Jein. Sind Sie denn verletzt? Geht es Ihnen soweit gut? Vielleicht irgendwas am Kopf? Ich strecke meine Hände aus und schaue auf meine Finger, auf meine Arme, auf meine Beine. Ich glaube, dass nichts weiter ist. Es ist nur diese Kopfschmerzen. Ich will dringend auf die Krankenstation bringen. Ganz, ganz dringend. Ich schaue mir die Frau erstmal interessiert an, welche Kleidung sie trägt, ob sie dreckig ist, ob sie da wohl gearbeitet hat, ob sie irgendwelche äußeren Verletzungen vielleicht hat, irgendwelche Auffälligkeiten. Also sie ist jetzt nicht unbedingt dreckig, sie ist jetzt nicht ölverschmiert oder sonst irgendwas. Sie hat wohl tatsächlich an diesen Anlagen irgendwas gemacht und hat irgendwas mit diesen technischen Sachen wohl eher zu tun, so scheint es dir. Ansonsten wirkt sie sehr sportlich, so vom Körperbau her. Sie ist so 1,60 etwa groß, hat lange Haare, sieht sehr jung aus, würde schätzen so auf Anfang 20. Und ansonsten fällt dir eigentlich erstmal nichts weiter auf. Also sie trägt ähnlich wie du jetzt die Sicherheitskleidung, Sicherheitsschuhe und der Helm liegt auch neben ihr, ist ja wohl vom Kopf gefallen. Gut, meinen Sie, Sie können aufstehen? Vielleicht, wenn Sie mir helfen? Natürlich, ich reiche Ihnen die Hand. Ah, Dankeschön. Nur zu. Sagen Sie, Mr. Hessel, haben Sie jemanden erreicht? Ich habe es zumindest durchgegeben, jawohl. Gut, dann würde ich sagen, bringen wir Sie erstmal hoch und schauen uns dann hier weiter um. Allerdings, Menschenleben haben immer Vorrang. Oh, oui. Deswegen. Ist denn alles in Ordnung hier auf der Plattform? Oder ist irgendwas passiert? Bisher ist doch alles in Ordnung, sagen wir es mal so. Wir haben nur die Vermutung, dass hier etwas nicht stimmt. Wir können es aber nicht genau zuordnen. Herr Forrester, diese Dame hatte gerade einen Unfall. Möchten Sie sie noch weitere verunsichern? Nein, natürlich nicht. Gut, dann lassen Sie uns jetzt wieder zurückgehen. Dann, ja. Dann waren es wohl tatsächlich nur irgendwelche Träume oder so. Vielleicht haben sie sich. Vielleicht haben sie sich einfach nur den Kopf angestoßen. Sehen Sie, sie haben doch ihren Helm verloren. Wo soll ich mir denn hier? Sie zeigt so um sich, da sind halt so ein paar höhere Schränke mit irgendwelchen Sicherungen und Leitungen. Wo soll ich mir denn hier den Kopf anstoßen? Und ich meine, das ist doch wie meine zweite Heimat. Ich kenne mich doch hier aus. Ach, wahrscheinlich nichts weiter als irgendein Arbeitsunfall. Sie sind auf einer Ölpfütze oder so ausgerutscht. Machen wir uns darüber jetzt keine Sorgen. Dann bringen wir sie erst einmal zum Arzt und dann wird schon wieder alles gut. Ja, und so geht ihr die Treppen wieder nach oben. Das eigentliche Ziel habt ihr noch nicht erreicht, aber na gut, Menschenleben gehen vor. Was auch immer diese junge Frau hier wollte. Ihr geht nochmal kurz in euch. Auf dem Schiff war sie zumindest nicht. Ihr wisst nicht, wo die herkommt. Wenn ich Sie fragen darf, wenn Sie denn antworten können, wie lange arbeiten Sie hier denn schon? Seit 2 Monaten in etwa. Also ich mache mein Studium gerade und arbeite halt auch zusätzlich hier sogar schon ein bisschen länger auch als nur das Forschen. Von daher kenne ich mich auch aus und sagen Sie, ist denn die Schicht 1 schon weg? Ich sollte eigentlich mit denen zurück an Land, aufs Festland. Allerdings, sie ist heute bereits abgereist. Verdammt! Team 1 ist vorhin abgereist mit der Plus 6. Oh Mann, das hatte ich mir alles anders vorgestellt. Naja gut, kann man halt nicht ändern. Ich denke, im Notfall wird ein Übertransport mittels Helikopter wohl auch noch zur Verfügung stehen. Wenn ich fragen darf, wie lange sind Sie denn schon hier? Wenn Sie sagen, Sie sollten mit Team 1 abfahren. Sie müssten doch eigentlich mitbekommen haben, dass Sie die Insel verlassen haben. Oder zumindest, dass Sie sich aufgemacht haben. Ich weiß nicht mehr genau, ich habe keine Uhrzeiten oder sowas mehr im Kopf. Ich weiß auch nicht, wie lange ich jetzt hier schon liege. Wie spät ist es denn? Wir haben gerade 20 Uhr.
Was? Dann sind es ja schon einige Stunden, die ich jetzt hier liege. Ich sollte tatsächlich einfach mit Ihnen zurück. Keine Ahnung. Nun, da wird sich sicher irgendetwas machen lassen. Sie sagten, Sie studieren. Das muss doch ganz schön anstrengend sein, auf einer Borse zu arbeiten und dann nebenher noch zu studieren. Was machen Sie denn da genau? Ach, ich mache das echt gerne. Also ich meine, das Arbeiten hier ist ziemlich cool. Es ist auch echt abwechslungsreich. Man lernt so einiges. Naja, ich forsche so an der Auswirkung des technologischen Fortschritts auf das Ökosystem, am Beispiel dieser Bohrinsel. Und schau halt im Vergleich zu Deepwater Horizon, wie die Auswirkungen sind. Und ich meine, Sie sehen ja selber, hier sind wesentlich weniger Leute, die hier arbeiten. Und es ist halt viel technischer Kram. Und das ändert sich ja schon irgendwie was. Ach, das ist ja interessant. Haben Sie denn da schon Ergebnisse? Ich möchte Sie jetzt nicht so sehr belästigen, aber vielleicht, wenn Sie später etwas Zeit haben, können Sie ein bisschen was darüber erzählen. Mir ist zum Beispiel auch aufgefallen, dass es hier sehr wenige Fische gibt. Wer sind Sie nochmal? Oh, Kettler, Björn Kettler mein Name. Ja, Hanna Rothenpieler. Was machen Sie denn? Also beruflich oder was ist Ihre Aufgabe hier? Oh, ich bin Journalist und schreibe einen Bericht über das Leben auf einer Bohrinsel. Ah, okay. Das Leben auf einer Bohrinsel. Naja, es ist ja recht interessant. Das sind Einblicke, die Öffentlichkeit normalerweise nicht zu sehen bekommt. Der ganze Stress und die Arbeit, die hier auf einem lastet, das ist bestimmt sehr interessant. Ja, ich meine, ich habe es ja relativ gut erwischt. Ich bin ja jetzt auch durch diesen Studentenforschungsjob ein bisschen ja, relaxter eingespannt. Also nicht so wie die anderen, die hier wirklich malochen müssen. Aber ja, das ist halt schon ein Unterschied. Das macht es echt angenehm. Das glaube ich gerne. Dann kann man es mehr als ein kleines Abenteuer wahrscheinlich sehen. Ja, vor allem wird es gut bezahlt. Ja, denn voll ein faszinierendes Detail an der Sache ist, dass ihr Kamerasystem offensichtlich völlig versagt hat. Versagt? Ja, sie haben mehrere Stunden hier in diesem Raum, was auch immer das war, rumgelegen. Und die Gesichtserkennung hätte doch zumindest feststellen müssen, dass sie noch hier sind. Und dass sie regungslos liegen, tatsächlich. Vielleicht ist eine der Kameras ausgefallen in der Ecke. Ich weiß es nicht. Nee, bei ihrem Techniker, dass der das nicht gemerkt hat, würde mich allerdings auch nicht wundern. Vielleicht ist er wieder eingeschlafen. Das passiert öfter. Ja, oder er stalkt meine werten Kollegin hier. Er hat ein paar sehr interessante Hobbys, so ist das bemerkenswerter Mann. Also, falls Sie irgendwelche Aussagen brauchen, um ihn später zu verklagen wegen seiner Inkompetenz, können Sie sich auf uns verlassen. Ach Quatsch, es war ja nur, es ist ja nichts passiert. Er hat seine Sorgfaltspflicht missachtet. Er hätte protokollieren müssen, dass Sie noch hier sind. Das ist unverantwortlich. Auf einer meiner Stationen würde so etwas nicht passieren. Der Mann würde fristlos gefeuert werden und verklagt. Das gibt auf jeden Fall nochmal einen neuen Blick, auch für meine Daten, die ich schon gesammelt habe. Ich dachte eigentlich, dass das Überwachungssystem mittlerweile echt ausgereift ist und wesentlich besser ist als das zum Beispiel. Ich bin sehr froh, dass wir zwei Journalisten dabei haben. Bitte erwähnen Sie das in Ihren Artikeln. Das ist unverantwortlich. Natürlich, natürlich. Es wird direkt notiert. Und ich stimme Ihnen zu. Er hätte zumindest Hilfe schicken müssen. Also gesehen, dass Sie bewusstlos sind. Oui. Hanna blickt sich so um und zeigt mit dem Finger. Also Sie auf Kettler und Sie, Forrester, sind Journalisten. Und Sie, zeigt auf Monsieur Thierry. Ach, wissen Sie, ich bin einfach nur ein alter Mann, der eine Ohrbohrinsel besucht, um sich ein wenig umzuschauen. Warum tut man sowas? Einfach so. Ach, neue Technologien, neue Sicherheit und vor allem faszinierend ist das weniger Personal. Aber wissen Sie, so fasziniert bin ich davon mittlerweile nicht mehr. Aber haben Sie denn was mit Technik und so am Hut, dass es Sie so interessiert? Eigentlich nicht. Ja, wissen Sie, ich arbeite für British Petrol Germany. Und, sagen wir mal so, man hält sich seine Feinde näher und seine Freunde, sie verstehen dieses Sprichwort. Dann haben die beiden Sie bestimmt auch schon ordentlich ausgequetscht, oder? Oh, die beiden sind eigentlich ganz nett, also ich kann mich nicht beschweren. Ich hoffe, ich komme noch mit einem grünen Blatt an mir zurück aus ihren Artikeln und werde nicht völlig hingerichtet. Na, ich bitte Sie. Das ist der Fluch der Journalisten. Wir werden immer wieder für unsere Arbeit verkannt. Aber wir haben mittlerweile gelernt, damit umzugehen. So schlimm sind wir eigentlich gar nicht.
Bim. Wenn sich die anderen Leute von ihrer Firma auch so viel Gedanken damals gemacht haben und die Sicherheit und Technik bei der Deepwater Horizon, wäre bestimmt das Ganze vermieden worden. Naja. Die Sicherheitsvorkehrungen für die Mitarbeiter waren ausgezeichnet. Nur blöderweise hat da ein bisschen jemand geschlampt bei der Abdichtung, aber naja, das lässt sich jetzt nicht mehr verändern. Das ist das einzige Problem. Ja, da haben Sie mittlerweile, recht. Mittlerweile steht ihr vor der Tür der Ambulanz und hört wohl auch schon, noch bevor ihr durch die Tür hindurchgetreten seid, dass da wohl einiges mehr los ist. Zumindest gibt es da ein paar Stimmen. Und ja, wenn ihr reingeht, vielleicht mit Sebastian Hessel, der vorgeht, hat er sich natürlich über Funk gemeldet im Vorfeld, könnt ihr wohl erkennen, dass da, ja, auf den ersten Blick könnt ihr den Koch Julio sehen, der da mit verbundenen Hand sitzt. Und vier weitere Arbeiter, die da jetzt ebenso sich mit den beiden Ärzten unterhalten. Der eine steht in der Tür, der andere kümmert sich gerade um die Hand von Julio und ja, geben da jetzt wohl gerade Tabletten oder sowas aus. Ah, Hessel, ja, Sie haben noch jemanden gefunden? Kommen Sie rein. Ja, eine gewisse Frau Rotenpieder schien das Bewusstsein verloren zu haben. Offenbar noch gehört sie eigentlich zum Team 1. Ich wollte gerade sagen, die gehört doch zur ersten Schicht, oder nicht? Ja, wie es zu diesem Unfall kam, gilt es noch weiter aufzuklären, aber ich denke, vorerst sollten Sie sich einmal anschauen, nicht, dass irgendwelche bleibenden Schäden dabei umgekommen sind. Ja, mache ich gleich, alles klar. Dann bringen Sie die Dame rein. Ich habe hier alleine voll zu tun, aber das soll schon gehen. Die anderen werden einfach nur mit Aspirin weggeschickt oder Ibuprofen. Ja, holen Sie sie rein. Gab es denn sonst noch einen Zwischenfall? Nein, die Männer machen nur gerade alle auf krank. Allesamt klagen sie über Konzentrationsschwäche und... Naja, was man hier eben so als Arzt machen darf. Da bin ich schon ganz froh über die Hand von Julio hier. Der guckt ein bisschen mitleidig, grinst dann aber auch, wenn er dann in deine Richtung guckt. Mr. Sanchez, was ist Ihnen denn wieder feiern? Nichts Schlimmes. Ich habe mich nur ablenken lassen und... Ja, Konzentrationsschwäche, hab mir dann aus Versehen mit meinem Messer habe ich mich geschnitten, als ich ein neues Gericht ausprobiert hab. Ja, da waren die Zutaten für das Gericht waren gefragt und ich hab mich ablenken lassen. Na, verstehe, dann hoffe ich gute Besserung und dass es unsere weiteren Gerichte nicht allzu sehr beeinträchtigt, nicht wahr? Ja. Fräulein Rotenbieler, was machen Sie denn hier? Sie gehören doch eigentlich zur anderen Schicht. Das ist eine wirklich gute Frage. Ich muss irgendwie Stunden da unten gelegen haben und ich habe keine Ahnung warum. Und jetzt habe ich diese Kopfschmerzen. Ja, setzen Sie sich erstmal hier, setzen Sie sich hin. Haben Sie Blutdruck? Was? Hoffentlich, sonst würde ich nicht hier sitzen, oder? Krempeln Sie mal Ihren Arm hoch. Wir messen erstmal den Blutdruck bei Ihnen und dann nehmen Sie Medikamente? Nein, gucken Sie, ich bin fit wie ein Turnschuh. Da werde ich nochmal fragen, wie lange haben Sie da gelegen? Keine Ahnung. Stunden. Ich meine, ich habe ja noch gearbeitet und dann war ja der offizielle Schichtwechsel, beziehungsweise dass wir halt an Land gehen sollten und dann muss es irgendwo da schon passiert sein und dann wurde ich jetzt erst gefunden und bin auch erst gerade aufgewacht. Also gut, dann legen wir erstmal hier die Manschette um. So, einmal den Arm stillhalten bitte. Dauert einen Augenblick. Ja, währenddessen stehen die anderen zu dritt im Türspalt im Rahmen und unterhalten sich. Ich rufe den Arzt nochmal zu, als er sich mit der Frau entfernt. Schauen Sie sich gut Ihren Kopf an, sie hat ihren Helm verloren. Schaut er nochmal den Kopf an, kämmt so ein bisschen die Haare beiseite mit seiner Hand. Schaut er mal nach sowas mit einer Platzwunde. Meine Herren, vielleicht sollten wir gehen. Ich glaube, wir stehen hier fürchterlich im Weg. Ja, natürlich. Zumindest war aus der Tür hier raus. Ja. Ich verstehe das alles nicht. Ich meine, das ist doch noch nie passiert. Also ich meine, so ein bisschen Kopfschmerzen okay. Und dass halt mal man irgendwie so ein bisschen verstimmt ist, weil es einfach hier ein anderes Leben ist als ein Land. Okay, aber sowas, also dass ich einfach zusammenbreche von jetzt auf gleich, das ist noch nie passiert. Lassen Sie den Arzt erst einmal drüber schauen. Ich denke, wenn er Ihnen dann sie wieder freigibt als genesen, können wir uns immer noch um ein Protokoll kümmern.
Und dann diese komischen Bilder. Also ich meine, man träumt doch nicht am Tag einfach. Oh, vielleicht haben sie sich überarbeitet, zu viel Öldampf gerochen oder so etwas, wer weiß. Vielleicht ist auch hier irgendwo ein Leck. Aber das herauszufinden, da sollten wir ein ausführliches Protokoll schreiben, um die Ursache herauszufinden. Ich zucke mit den Schultern. Ja. Aber wie gesagt, lassen Sie sich erstmal gründlich von dem Arzt untersuchen. Ja, was sollten wir jetzt tun? Die Frage an Hanna gerichtet. Können Sie Träume beschreiben? Genauer beschreiben, was Sie da gesehen haben? Ja, Mr. Forrester, lassen Sie die arme Dame doch jetzt erstmal wieder zur Ruhe kommen. Genau, wir haben ja hier noch einige Zeit vor uns. Da wird sie sicherlich noch für Fragen aufnahmebereit sein. Ja, natürlich, natürlich. Ich bin nur neugierig in dieser Sache. Ich frage dann den Arzt, was ist denn mit den anderen? Haben die auch Sachen gesehen? Sachen gesehen? Nein, die haben alle nur Kopfschmerzen. Das geht schon wieder weg. Wir haben ja hier genug Medis. Aber wenn das so weitergeht, das sind hier nicht die ersten, dann werde ich zum Frühstück erstmal ein paar Vitamintabletten verordnen. Hast du gehört, Julio? Habe ich mitbekommen. Vitamintabletten. Und dann so flüsternd, nicht, dass ich noch irgendwie verrückt werde oder so. Also, sie haben zumindest keinen Blutunterdruck. Dann könnte ich mir zumindest sonst erklären, warum sie in Ohnmacht gefallen sind. Aber für mehrere Stunden, nein. Ihr Blut ist ein bisschen, also vom Blutdruck ein bisschen erhöht. Das würde natürlich die Kopfschmerzen erklären, aber nicht das Zusammenbrechen. Vielleicht haben sie gerade ein bisschen Stress, aber das kann ich auch nachvollziehen. Aber ihr Blutdruck ansonsten ist okay. Sie sind Sportlerin, nehme ich an, ne? Ja. Nee, ansonsten sind sie gut, gut drauf. Sie haben auch keine Platzwunde am Kopf oder sowas. Kann ich mir nicht erklären. Tut mir leid. Dann geben Sie mir einfach ein paar Ibus, damit diese verdammten Kopfschmerzen weggehen. Ja, können Sie haben. Ich gebe hier sowieso gerade die ganze Zeit raus. Geht dann zum Regal, holt dann eine ganze Tablettenschachtel mit Ibus raus und gibt dir die dann einfach in die Hand, schreibt das dann auf so ein kleines Notizzettelchen. Für sich selber und damit wärst du quasi entlassen. Haben Sie gerade noch ein Wasser? Wasser können Sie sich dann hier bedienen. Ist zwar nur aus dem Waschbecken, aber das soll schon gut sein. Das ist immer das gleiche Wasser, was alle hier auch trinken, wenn dann hier auch gekocht wird. Ja, dann drücke ich mir so eine Ibu aus der Packung und schluck die mit dem Wasser runter. Ja, okay. Als du gerade die Ibu mit deinem Wasser runtergespült hast, kannst du sehen, wie das Licht flackert und dann ausgeht. Und rotes Licht, Notfallbeleuchtung aktiviert wird. Das können natürlich alle anderen auch sehen. Was ist denn jetzt los? Ich keine Ahnung. Hessel wird sofort das Funkgerät wieder in die Hand nehmen und Sicherheitszentrale, was gibt es? Ja, während du gerade noch reinsprichst, könnt ihr alle über sowas wie Lautsprecher in den Wänden hören. Ihr könnt sie nicht genau sehen, vielleicht kommen sie auch aus den Kameras, zumindest um euch herum, sodass das alle hören können. Alarm, bitte bleiben Sie ruhig. Alarm, bitte bleiben Sie ruhig. Oh, Scheiße. Die neueste Technik, was? Naja, Sie hören es ja, bleiben Sie ruhig. Ich würde vorschlagen, wir begeben uns in den Aufenthaltsraum und warten auf weitere Instruktionen. Ist denn hier eine Art Sammelraum für solche Notfälle? Also eine Art Sammelpunkt? Würde ich vorschlagen, dass wir uns dorthin begeben. Sie verstehen. Ich würde nach wie vor den Aufenthaltsraum in allgemeinen vorschlagen. Er ist nicht weit von den Treppen entfernt und hat viel Platz. Und wenn wir einfach nach oben gehen und gucken, ob da irgendwas zu sehen ist? Ich meine, da ist auch frische Luft und so und es ist nicht so beengend wie hier. Sollte es sich um diesen Vorfall hier um einen Alarm wegen extremer Wettersituation handeln, wäre es beispielsweise nicht sehr ratsam, nach draußen zu gehen. Es war doch vorhin auch schönes Wetter. Vorhin nein. Vor ein paar Stunden. Hessel, vor ein paar Stunden.
Hessel, wo bleiben Sie? Sebastian Hessel hier. Eindringlinge, wo bleiben Sie? Eindringlinge? Wo? Machen Sie sich auf den Weg, Mann! Dann könnt ihr noch Schüsse hören, die durch das Mikrofon ertönen und dann ist es still. Oh fuck. Was war das denn? Ganz offensichtlich ist jemand dabei, die Ölplattform zu kapern. Mr. Rondeau und auch in Ihrem Sinne die anderen Reporter, ich würde Ihnen vorschlagen, Sie bleiben erstmal hier. Ich werde schauen, ob ich mich zu den anderen zum Computersicherheitsraum durchschlagen kann, um einen besseren Überblick über die Lage zu bekommen. Entschuldigen Sie, aber das kann ich mir nicht entgehen lassen. Ich werde Sie auf jeden Fall begleiten. Ich ebenso. Sind Sie bescheuert? Es dient nur Ihrer eigenen Sicherheit, aber ich werde keine Zeit darauf verwenden, Sie jetzt hier irgendwie festzuhalten. Wenn Sie es müssen, bleiben Sie hinter mir. Und Hessel wird sich sofort umdrehen und tatsächlich versuchen, den kürzesten Weg zum Computerraum zu nehmen. Direkt hinterher. Ja, auch ich würde mich direkt anschließen. Ich bleibe genau da stehen, wo ich gerade stehe. Ich auch. Weiteres rotes Licht, was die Gänge aus Beton flutet. Immer mal wieder flackert das. Alarm. Bitte bleiben Sie ruhig. Alarm. Hessel wird auch, da schon über Funk von Eindringlingen geredet wurde, tatsächlich seine Waffe entholstern. Ja. Peter Forrester begleitet ihn. Was ist mit Björn Kettler? Der geht auch hinterher, ja. Allerdings wird er erstmal schauen, wenn es da von Entern die Rede ist, wird er die nächste Tür vielleicht mal nach draußen suchen, um einen Blick nach draußen zu riskieren. Ja, während ihr euch auf den Gang umseht, Sebastian Hessel versucht hier so ein bisschen zu führen, in der Dunkelheit, dann zum Computerraum zu kommen, kannst du sehen, wie auf dem langen Flur vor dir sich diese einmal öffnet und zwei Menschen von draußen nach drinnen stürmen. Beide bewaffnet mit... Das sind wohl Schlag oder es sind keine richtigen Schlagstöcke, es sind dann eher sowas wie Rohrzangen bewaffnet. Sie sind nass, schmierig, schwarz verklebt und rennen dann über den langen Gang auf dich zu, setzen zu einem Sturmangriff an. Wobei dann auch kalte Luft von draußen nach drinnen gelangt über den Flur und dich ein bisschen frösteln lässt, während du siehst, wie diese beiden Leute auf dich zulaufen in einer irren Geschwindigkeit. Ja, trotzdem wird er natürlich erstmal rufen, Stopp fallen, Waffen fallen lassen. Ja, Wenn die aber nah genug dran sind, ist eine Bedrohung für Leib und Leben, wird er tatsächlich auf die schießen. Ja, alles klar. Der erste ist gleich an dir heran. Du siehst, wie er dann eben auf dich zusprintet, hat wohl seine Kleidung irgendwie abgelegt, nur noch mit dem Notdürftigsten bekleidet, wie gesagt, Öl verschmiert. Und du hättest jetzt einen Schuss frei, sonst ist er an dir heran.